Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Oh, ich kann keine Effekte aktivieren. Heißt, ich kann auch nicht deine... Ja, du hast dich selber getötet. Ich bin jetzt einfach mein Zug und du bringst dich selber um. Wie wär's? Alter, ha? Nein! Wie schmeckt das? Komm, und? Nein! Ab ins Reich der Schatten! Hallo, ich bin Jesse. Und du? Hallo, ich bin... Princeton? Nenn mich einfach Jeff. Das ist Jeff. Nein? Okay. Ja! Oh, Scheiße. Lol, ich hab das Duell gewonnen. Okay, als erstes spiele ich verräterische Schwerter. Oh, aha. Mhm. Und dann spiele ich eine Karte verdeckt. Beende meinen Zug. Du bist dran. Hä, was ist das denn? Was ist das für ein Deck? Ich verstehe nicht, was der vorhat, der Junge. Ich setze das da. Weil dieses das da. Ja, ich kann ja nicht sagen, was. Ja, ich verstehe das schon, ja. Naja, dann setze ich den Kristallungeheuer-Bernstein-Mammut. Was? Ja, jetzt habe ich es gesagt. Google ich mal schnell. Nein, das wäre unfair. Du bist dran, Jeff. Oh, ich bin dran? Ja. Ja, dann flipp ich mal mein Monster. Hä, weißer Ninja. Gibt's noch einen schwarzen? Und der Effekt aktiviert sich und zerstört eine Karte in Verteidigungsposition. Ah, das ist natürlich wieder sehr fair. Okay, so, na klar. So, Kristallungeheuer, Bernstein-Mammut. Ja, krass. Das ist ja wirklich so scheiße. Ja, was machst du jetzt? Beschwöre ich den weißen Tigerbeschwörer. Und der beschwört jetzt auch. Ja. Und zwar, ne, der ist ja der weiße Tigerbeschwörer. Deswegen beschwört er jetzt eine finstere Hexe. Hä? Was? Macht Sinn. Ja. Hä? Jetzt gehen wir in die Angriffsphase und dann gibt's trächtig aufs Maul. Hä? Ah! Hä? Ah! Was ist das denn? Bitte nicht! Ah! Und jetzt der weiße Tiger-Beschwörer. So, und schon bist du Half-Life. Half-Life 3. Confirmed. Confirmed. Hier an dieser Stelle, auf diesem Kanal abonnieren, liken. Alter, was ist das denn? Ah, oh, weißt du was, komm. Ich beschwöre! Kristallungeheuer! Amethystkatze! Ach, oh, ist die sind schön. Das, ach, Mann. Das für Kristallungeheuer, Alter? Ja, ich mach das. Hast du Lack genascht? Vielleicht. Und dann, würde ich sagen, greife ich damit... Ach, geht ja nicht. Oh. Oh, das war... das ist jetzt aber unangenehm. Schade. Dann, würde ich sagen, bist du dran. Na ja, gut, ab in die Battle Phase, würde ich sagen. Und er wird jetzt geboxt. Finstere Hexe, Angriff. Lang zu. Effekt aktiviert! Ich hab's gar nicht durchgelesen. Falls diese offene Karte zerstört wird, solange sie in einer Monsterkartenzone liegt, kannst du sie offen als permanente Zauberkarte in deine Zauber- und Fallenkarte. Ja. Hast du dann, kann die von da aus angreifen? Ich hab keine Ahnung. Naja, ab aufs Maul! Ah! Aber warum kann ich denn nicht die Fallenkarte Angriff! Aktivieren? Was? Also, du bist dran! Nee. Dass du durch Kampf zerstört und auf den Friedhof... Ja, er wird nicht auf den Friedhof. Hier wird nichts auf den Friedhof gelegt. Ich verstehe dieses Deck nicht. Es ist bleibt so alles so, wie es ist! Ich glaube, ich bin leicht tot. Leicht tot? Ganz leicht, ja. Naja, vielleicht habe ich ja... Lass dich ja Gnade vor Recht walten. Verstehst du, wie ich meine? Ach so. So als Gönner. Als Gönner. Du bist also ein Gönner. Man nennt mich ja nicht umsonst. Okay, gut, dann setze ich die Karte jetzt einfach mal verdeckt, ohne weiter drüber nachzudenken. Und dann bist du dran. Weil du bist ja ein Gönner. Also irgendwie sind unsere beiden Decks ultra crap. Das ist halt null taktische Tiefe. Du hast da Götter auf dem Feld, die mich einfach zerstören. Was bringen diese Karten? Ich ralle es nicht. Ja, ich verstehe auch nicht ganz, was er fordert hier, der Junge. Bildnis des Lichts. Ach so. Das finde ich komisch. Ja klar, 1600, natürlich. So, und jetzt testen wir mal, was die Olga... Nee. Ach, du kannst das einfach als Feier-Tributbeschwörung nehmen. Wie krass. Nein. Ah, das schon wieder. Ja, Effekt aktivieren, bitte. Warum gehen die immer... Ich weiß, ich will die nicht verlieren. Ja, aber was bringt dir das? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wir werden das herausfinden, wenn du mich leben lässt, bitte. Halt's Maul! Hallo? Ey! Angriff!
Hallo, du wolltest doch Ehre. Ja, safety first. Du musst doch runterhandeln. Ach so. Wir zeigen mal, was du kannst. Was ist das denn? Wie heißt du nochmal? Jesse Pinkman. Ja, genau. Ja, zeig doch mal, was du kannst. Okay. Ich aktiviere Kristallleuchtfeuer. Nee, echt? Oh doch, ja. Mhm. Jetzt darf ich ein Monster beschwören. Du musst 2 oder mehr Kristallgoldkarten deiner... Lol, und das geht nur, wenn die in deiner Zone da liegen. Scheinbar. Okay, krass, jetzt macht das Deck langsam Sinn. Ich beschwöre ihn, was macht er? Okay. Ach so, ich will das nicht. Was hat sie noch für einen Effekt? Ich sehe es gerade nicht. Hey, ich lese dir vor, ja? Ja. Wenn diese Karte beschworen wird, du kannst ein Kristallungeheuermonster von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof als permanente Zauberkarte offen in deine Zauber- und Fallenkartenzone legen. Falls diese offene Karte zerstört wird, solange sie in einer Monsterkartenzone liegt, kannst du sie offen als... Ja, und dann das Übliche. Hey, dann hast du 3. Und du hast wahrscheinlich irgendwelche Karten, die du erst aktivieren kannst, wenn du 3 dieser Monster in deiner Fallen- und Zauberkarte... 7. 7? 7. Hä, aber du hast doch nur 6 Plätze. Ja, frag mich nicht. Hä? Also, das zählt auch irgendwie für den Friedhof und so. Ich check's auch nicht ganz. Aber das ist auch egal, denn... Ja, du bist jetzt tot. Du hast verloren. Du hast das Duell gerade verloren. Ich aktiviere Kristallfreisetzung! Und verstärke damit meinen Pegasus. Er hat 2600 ATK. Was jetzt? Ich setze noch... Also... Den Topaz-Tiger! Topaz, ja. Ey, den hast du ja auch schon dahin. Ja, den kennst du, ne? Als diese Karte ein Monster deines Gegners angreift, erhält sie nur während des Damage-Steps. Ich greife deine dumme, finstere Hexe an. Angriff! Und eigentlich würde ich gerne auf das Bildnis gehen, weil du dadurch 2 Tributdinger hast. Achso, das geht ja sogar. Wegen der. Ja, okay. Dann tot! Nein! Yeah! Oh, da kam aber ein bisschen Kotze mit hoch, ne? Ja, ein bisschen Galle. Ist ja halb so wild, ne? Passiert jedem mal. Du bist dran, Digga. Danke. Ich beschwöre... Oh nein. Metaphysischer bewaffneter Drache! Ach, komm! Wie du jetzt... Alter, das ist doch nicht wahr. Ab in die Battle Phase. Nein. Das darfst du nicht. Metaphysischer bewaffneter Drache! Das darfst du gar nicht. Das darfst du... So, kann der jetzt... Ja, oder? Warum geht das nicht? Ich check das nicht. Hm, ja. Soll ich jetzt Ja drücken? Nein, ich drück jetzt mal Nein. Hey, ja, ich drück Ja! Hä? Du hättest dann eine Karte mehr in deiner Zauber- und Fallenkartenzone. Ja. Oh. Kette weitere Karte hinzu... Nee, okay. Was? Hä? Ich nehm den da und hab den jetzt da... Hä? Wo bin ich? Das Krasse ist, dein Deck ist übel komplex, aber dein Gehirn ist halt wie so eine Erbse. Ja, das stimmt. Also... Dann setze ich den da. Warum dumm? Dann flippe ich den da und würde sagen, du bist dran. Ich hätte es jetzt schon machen können. Hätte ich ein bisschen... Ja? Ja, ein paar verschiedene Leute geholt. Aber das habe ich nicht getan. Ich glaube, dein Deck kann halt richtig eskalieren, wenn es... Ja, will ich. Ja, danke. Also ich könnte dich jetzt töten. Wie denn? Mit der Urknallkanone. Was? Mit der Urknallkanone. Was macht das? Google doch. Ach komm. Urknallkanone. Ich will, dass du es selber vorliest. Oh, ja. Das ausgerüstete Monster erhält 400 ATK. Falls das ausgerüstete Monster ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, verbanne das ausgerüstete Monster. So. Hä? Als ob. Also, ich könnte jetzt durchprügeln. Nee. Aber mach ich nicht. Töt mal bitte irgendein Monster von mir. Ganz normal, ja? Ganz basic. Okay. Battlefield. Also, metaphysischer, bewaffneter Junge. Wer nennt eine Karte so? Keine Ahnung. Drache, greif mal hier so einen Topaz-Tiger an. Zack, bums. Ja, dann bist du dran. Ja, dann lass mich jetzt mal bitte eine 10. Ich glaube! Und? Ach komm. War gut? Nee. Ja, gib mir noch mal ein paar Züge, ja? Nur ein paar, ja? Okay. Gerne. Danke. So. Oh. Was denn? Ich habe Spermium gezogen. Oh, okay. Was ist das? Weiß nicht. Guck dir das mal an, was ist das?
Was ist das denn? Und der Text? Verfügt über einen staubtrockenen Humor. Wie dumm. Das sieht auch mega... Warum hat das so einen Henkel? Henkel trocken. Angriff. Wie das... Wie das nicht mal reicht. Moment, warum reicht das nicht? Ach so, weil er null hat. Oh. Ich habe gerade falsch schon gesehen. Ja, geil. Warum kann ich das aktivieren? Was geschieht? Ich mach's jetzt einfach nur, weil ich wissen will, was da geschieht. Lol. Ach so. Antike Stadt. Eine Feldzauberkarte. Also ich kann jetzt halt die Kristallungeheuer opfern, um da irgendeinen Effekt zu aktivieren. Wenn ich eine opfere, diese Karte kann sie nicht zerstört werden. Genau. Oh, das ist schon mal safe. Ja. Bei Zweien kann ich den Kampfschaden halbieren, den ich bekomme. Beim Dreier kann ich einfach eine Zauberkarte annullieren oder eine Fallenkarte. Und beim Vierer Karte kann ich eine Karte ziehen. Wow, danke. Und beim Fünfer kann ich eine Karte hier nehmen und wieder aufs Feld holen. Lol, ja, ich kann nur, ja. Das Einzige, was ich aktivieren kann, ist das. Ich ziehe eine. Ach, weil du vier hast. Ach, ich muss sie dann gar nicht ablegen. Du opferst die gar nicht, weil du vier hast. Wie sick. Wie krass ist die Karte? Ist ja mega krank. Dann kannst du jetzt jede Runde eine mehr ziehen. Ja, das ist sogar, finde ich, besser als der fünfte Effekt, oder? Zerstör mal bitte die andere Karte da. Vielleicht wird's dann was. Welche? Ne, die verdeckte. Ja, dein Wille ist mein Befehl. Angriff. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch einer. Angriff. Nein! Bitte nicht. Oh, ich lege ein Monster verdeckt. Da würde ich aufpassen. Jetzt wird's aber ganz gefährlich. Ja, moin, ne? Ah, hier, das ist die nächste. Da ist es ja. Magst du die zerstören? Also das Ding ist, ich glaube, das Deck, ja, kann richtig hart eskalieren, aber gefühlt brauchst du dafür viel zu lange. Ja, ich bräuchte halt... Aber das ist halt so OP. Ja, ja, das ist echt krass. Jetzt kann ich einfach ziehen. Ich bräuchte halt echt... alles. Verräterische Schwerter. Jo, am Anfang oder so. Am besten dreimal. Ja, weil ich Langeweile hab, werde ich jetzt mal Folgendes tun. Als ob. Ich beschwöre den Bums nochmal. Ach so, auch zweimal 2800. Na, das kann man ja ruhig mal machen, ne? Das ist ja legitim. Ja. So, wen soll ich verkloppen? Den da? Den Nacken da, den, ja, genau. Na, fest du drauf, Alter. Smaragdschildkröte. Es geht nicht. Ich kann nichts zerstören hier. Es ist einfach, da. Aber ist auch egal, denn... ich beschwöre... den Regenbogendrachen! Oh, das klingt im Angriffsmodus! 4000 ATK. Was? Aber null Death. Das tut weh, ne? Das tut echt weh. Die Effekte dieser Karte können nicht in dem Spielzug aktiviert werden, in dem sie speziell beschworen wurde. So, erstens. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst alle Kristallungeheuermonster, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Diese Karte erhält 1000 ATK für jedes auf dem Friedhof gelegte Karte. So, zweiter Effekt. Du kannst alle Kristallungeheuermonster von deinem Friedhof verbannen. Mische alle Karten auf dem Spielfeld ins Deck. Alter! Shit, Alter. Ey, das würde ich so gerne machen. Bitte lass mich das machen. Ja. Ich greife an! Ja. Das will ich. Kannst du jetzt nochmal eine andere Karte von mir zerstören, damit ich da mehr habe? Gerne. Das wäre Ehre. Ja, da wäre Ehre da. Das ist halt so. Ich beschwöre den Saphir-Pegasus. Guck mal, was ich jetzt mache. Du darfst mir halt echt keinen Schaden machen, sonst bin ich einfach down. Dann ziehe ich eine? Ja. Nee, nicht effektiv. Du musst auch aufpassen, dass du dich nicht selber ausprobieren eben, killst. Das ist jetzt gleich sehr... Ich hoffe, da spielt jetzt nichts mehr rein. Ich greife an. Und zwar, ja, 1000 müsste ja gehen, ne? Boah, bitte. Bitte nicht. Oh Gott! Yeah, what? Jetzt hast du noch 100? Ja. Und jetzt musst du noch mit deiner Karte meinen anderen zerstören. Verstehst du? Warum? Damit ich mehr einen Friedhof habe. Ich will sehen. Hä, aber du musst doch die auf dem Spielfeld opfern, nicht die auf dem Friedhof. Ist das so? Ja, die gehen doch einfach nur auf den Friedhof. Warte mal. Alter Manuel! So, Alexandri dran. Oh, du hast recht. Alter. Ich dachte, ich das wäre so, hey, wie bei den anderen Effekten einfach auf alles bezogen, was ich habe. Okay. Manuel? Ja? Manuel?
Detektivier Ehrung der Verdammten. Du, nein, ey, komm. Das wollen die Leute jetzt sehen. Das kannst du doch nicht machen. Ich will die. Ach. Ja, jetzt war das. Ja. Okay, aber jetzt. Hä? Sorry, ich hab... Zerstör mal bitte das Kristallpaar. Achso, das siehst du ja gar nicht. Das unten in der Mitte. Ich kann leider nur Monster von dir in der Dings-Monsterzone wählen. Ist das dein Ernst? Das kannst du doch nicht machen. War Spaß, Bruder. Nein! Wieso nicht Kristallpaar? Ja, dann bist du. Also hab ich gerade Kacke in der Hose. Wie du einfach nur 100 ATK hast. Komm, dann setz ich den auf. Tu es, Manuel! Und mein ich aktiviere Gott. Den Effekt von Regenbogendrache. Oh nein, was macht der? Manuel, kannst du es nicht? Wird's wieder shitfest? Hä? Geh nicht, das oder? Das geht nicht. Du kannst alle Kristallungeheuer-Monster, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Diese Karte hält 1000 ATK für jede auf den Friedhof gelegte Karte. Es geht nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist das da. Nein. 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 Vor allem, ich hab keine Handkarte. Hey, aber dann meint die Karte, ohne es zu sagen, nur Monster, die du ja, halt genau, auf, die ich dem, auf dem Monsterboard. Ja, und aber sie das Ding sagt ist, die das in deiner, ja, aber die in deiner Monster- und die in deiner Fallen- und Zauberkartenzone, die kontrollierst du doch auch. Ja. Wie dumm ist das denn aus? Ja, also, was keine ist das Ahnung. Die Scheiße an Yu-Gi-Oh? Ja, war ein geiles Match. Ja, komm, also, ich kann nichts machen. Ich kann hier ein paar Karten legen. Also du kannst mir nur mal für den Gag, ja, weil damit du mal siehst, was ich habe. Leg mal Monster, beende den Zug, Also Manuel, guck mal, ich war jetzt lang genug geduldig. Ja, aber einmal Ehre. Hab doch Ehre, einmal. Ich muss sagen, reicht, also am Ende des Tages musst du jetzt einfach was macht nur das? Sterben. Ich aktiviere den Effekt! Leucht. Was? Ich lebe! Was? Ja! Alter, können wir das jetzt beenden? Schwarzes Loch! Die ich schon die ganze Zeit habe. Und beschwöre, Kristallungeheuer Topaz Tiger. Mami, ich mag nie mehr. Tja, ich nehm jetzt dein Leben. Ich mag nie mehr. Tod! Oh, ja, ich werde das doch gewinnen. Was hast du ich da? Ich beschwöre Opferland. Alter, als ob. Wie kann man denn so ein Glück haben? Oh. Ui, das ist auch eine nette Karte. Okay, dann setze ich das dann noch. Dann gehe ich in die Battle Phase und greife mit der Tija die Opfer an. Schön. Er ist dran. So, ich beschwöre. Du namest finstere Hexe. Und weißt du, was das heißt? Das hört sich dann ernst, oder? Als ob du eine Karte hast. Manuel, es ist jetzt aus! Nee. Aus und vorbei! Denn ich aktiviere. Alter, das letzte Zuflucht! Er ist halt wirklich letzte Zuflucht. Was macht. Feldzauberkarte, ja, was machst du jetzt? Du Lappen, du hast keine.